Jetzt bin ich mega gespannt, ob ich jetzt den perfekten Ice-Spice-Look bekommen werde oder nicht. Oha! Schön, schön, doch, doch. Jetzt wird's peinlich, denn jetzt kommt Katja. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Huch, fast das Mikrofon, ja, schon fast aufgegessen. Oh Gott, also. Ja, Leute, ich bin heute in Brookhaven unterwegs und zwar ganz alleine. Ja, jedenfalls noch ganz alleine, denn ich habe heute einen Prank vor. Ihr habt das schon im Titel gelesen. Ich werde mich heute als Ice Spice ausgeben und Katja pranken. Sie weiß natürlich noch nichts von ihrem Glück und ich werde sie später überraschen und ich hoffe, dass der Prank funktioniert. Ja, aber als allererstes das Wichtigste, denn ich sehe ja noch nicht ganz aus wie Ice Spice, ne, sondern ich sehe aus wie ich hier. Ja, mein perfektes Outfit muss her und ja, ich gucke mal lieber, vorsichtshalber, Katja ist nicht in Sicht, ne? Aber ich verstecke mich lieber, weil ich weiß, dass Katja auf jeden Fall gleich in Brookhaven unterwegs ist. Aber es das heißt nicht, dass wir auf dem gleichen Server sind. Aber ich gehe hier mal hinten in der Ecke, ja, sodass man das noch nicht so ganz sieht. Und zwar, ich werde mir jetzt hier meinen perfekten Ice Spice Look zusammensuchen und hoffen, dass es dann funktioniert, dass ich dann auch so aussehe wie Ice Spice, ja. Also, fangen wir mal an mit den Haaren und da brauche ich auf jeden Fall einen Afro. Und zwar, den gibt es irgendwo hier unten, das weiß ich. Und ich gucke mal, also hier gibt es schöne viele Frisuren. Da, hier, guck mal, einmal. Und wenn ich die jetzt... Das sieht ja jetzt schon mal so geil aus, ne? Wenn ich die jetzt orange färbe, ja, also dann bin ich auf jeden Fall schon als Spice. So, also, ja, mein perfekter... sieht doch nice aus, oder? Also, finde ich gut. Okay, aber jetzt fehlen natürlich noch die Klamotten. Und da ist die Frage, was möchte ich da anziehen? Und ich habe mich entschieden, ich möchte ganz gern so ein grünes Oberteil anziehen. So ein hübsches grünes Oberteil. Am besten so ein trägerloses oder so. Und dazu noch, ja, eine kurze Shorts. Ja, bei dem grünen Oberteil muss ich mal gucken. Das ist mir immer schon fast so anstrengend, hier was zu suchen. Ich glaube, ich mache das einfach direkt in Roblox, oder? Macht doch jetzt viel mehr Sinn. Und ich kann ja jetzt direkt mal schauen nach Ice Spice, was es hier so Schönes gibt. Und es gibt sehr schöne Sachen. Ja, guck mal, die Haare. Obwohl, ich habe doch schon so schöne Haare. Eigentlich habe ich ja schon so schöne Haare. Aber komm, weißt du was? Die kaufe ich jetzt auch noch. So, kaufen. Gib ihm. Okay, wisst ihr was? Ich kaufe erstmal alles und dann machen wir das. Schreiben kann ich auch nicht mehr. Ice Spice. Okay. Da machen wir das gleich perfekt. Also irgendwie finde ich nicht das Top, was ich eigentlich haben wollte. Aber ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach dieses, weil ich habe keinen Bock, jetzt weiter zu suchen. So, das nehmen wir. Und wir brauchen noch eine Jeans-Shorts. Jeans-Shorts. Ich kaufe einfach und dann teste ich das gleich, wie das aussieht. Und dann entweder sieht es gut aus oder nicht doof. Was? Ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Oder wohl, die ist auch eigentlich ganz nice. Ich kaufe die auch noch. So, jetzt kaufen. Und jetzt werde ich das mal gestalten. Jetzt bin ich mega gespannt, ob ich jetzt den perfekten Ice Spice-Look bekommen werde oder nicht. Leute! Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre nur die Haare. Guckt euch mal bitte diesen Kopf an. Das war jetzt so eigentlich gar nicht... Das war so gar nicht geplant. Aber okay, gut. Ja, schön. Schön, schön, doch, doch. Ja. Es sieht super aus. Sieht total aus wie Ice Spice. Mir fehlen die Worte. So, ich habe es jetzt auch mal hinbekommen. Mir fehlen jetzt nur noch die Haare. Also mein Outfit habe ich jetzt nicht aus Brookhaven, because da gab es irgendwie nicht so nice Sachen. Ich habe noch so richtig schöne Stiefel. Und ja, wie gesagt, mir fehlen die Haare noch. Aber guck mal, können wir mal darüber sprechen, dass die Träger einfach viel zu groß sind und einfach so gar nicht auf den Schultern liegen, sondern die sind einfach so richtig random. Schweben die in der Luft? Egal, auf jeden Fall jetzt noch die Haare. Ich meine, das hatten wir eben schon, gleiches Prinzip. Das jetzt noch einmal ganz schnell. Okay, also ich würde sagen, der perfekte Ice Spice Look ist doch eigentlich schon mal da, ne? Ich könnte halt jetzt noch so ein paar Accessoires, so Kette und so, ne? Aber ansonsten finde ich das eigentlich gut. Ich könnte mir hier noch so ein kleines Täschchen holen. Ne, hier ist so ein schönes, ja, Herz. Ach komm, muss einfach gut sein. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde, das sieht gut aus, oder? Ganz, so, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich würde sagen, der Prank kann losgehen. So, Leute, also da hinten ist jetzt... Was geht hier ab? Also da hinten ist jetzt auch Katja. Also hier ist nochmal mein wunderschönen Ice Spice Look, ne? Und da hinten ist jetzt auch Katja. Und ich weiß, dass sie halt, wie gesagt, irgendwas gleich aufnimmt. Und jetzt mal zu ihr rüber. Guck mal. Okay, jetzt sollen wir mal was schreiben. Hey,
Jetzt bin ich bin so gespannt, ne? Ich bin halt mega gespannt, ob sie halt darauf reinfällt oder ob sie irgendwie, vielleicht ignoriert sie mich ja auch, weil das ist ja ganz oft der Fall. Oh, sie antwortet mir, guck mal. Und jetzt müssen wir natürlich professionell sein, denn als Beiß spricht ja kein Deutsch. Das heißt, ich werde Englisch sprechen. Do you know me? Jetzt bin ich so gespannt, ne? Einfach so richtig stumpf. Do you know me? Als ob auch Ice Spice nichts Besseres zu tun hätte, als Roblox zu zocken und irgendwie im Brookhaven rumzulaufen. In Real Life natürlich. Okay, keine Antwort. Oder ich wette, Katja denkt jetzt so, was soll das? So, weil wie gesagt, sie schreibt M-Nope. Okay, was ist Nope? Warte mal, maybe you know my songs. Ich muss halt selber lachen. Ich wette, Katja sitzt am anderen Ende und denkt wirklich nur so... Was ist das? It's a no? Oha! Tschüss! Ice Spice bekommt einen fetten Korb von Katja! Was? Ach so. Ja, no. Okay, nope. It's a no. Do you know the boys are layer? That's my song. Sorry, ne? Aber ich find's hart witzig. Ich weiß nicht. Ich würde so gern Katjas Gesicht am anderen Ende sehen. Oh mein Gott, are you Ice Spice? Ja, she got it! Yes! You got it! That's me! Okay, jetzt muss ich noch ein paar Dances machen. Ich muss irgendwas machen. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Ich habe da gar nicht dran gedacht. Oh mein Gott. Nein, das weiß ich nicht. Okay. Katja schreibt, Ellie, oh mein Gott, ich kann sehen, dass du es bist, das weißt du schon, oder? No, no, not Ellie, Ice Spice, it's me. Dein Name wird hier angezeigt. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, dieser Prank hat halt einfach gar nicht funktioniert. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass der Name, oh mein Gott, vor allem, Wie kann man so sein? Leute, in dem Chat steht ja einfach wirklich mein Name und ich bin so richtig so... Oh mein Gott. Okay, vielleicht... Oh mein Gott. Vielleicht kann ich jetzt zu irgendjemand anderen gehen und sagen, hey, ich probiere es jetzt mal mit diesem Typen hier. Hey, do you know Ice Spice? Oh... Oh mein Gott, Katja tanzt mit mir. The boys are... Ah, ey, the boys are layer. The boys are layer. Yeah, say what? Okay, nice. Leute, ich glaube, dieser Prank hat einfach nicht funktioniert. Leider. Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mir das abgekauft hättet oder ob ihr auch gedacht hättet, so, nein, du bist niemals Ice Spice, was willst du eigentlich? Ja, aber ich dachte, es ist eigentlich, keiner wird dir doch glauben. Ja, Mann, doch. Ich muss jetzt hier weinen. Ich bin jetzt auf jeden Fall ganz traurig. Naja, Leute, ich fand's amüsant und schade, dass der Prank so schnell geendet hat, weil Katja direkt gemerkt hat und ja. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich hätte mir vielleicht nochmal einen extra Account machen sollen, wo dann wirklich Ice Spice steht. Vielleicht wäre das ein bisschen besser gewesen. Naja, Leute, ich hoffe natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ich das Ganze nochmal machen soll. Und jetzt wird's peinlich, denn jetzt kommt Katja rein. Genau, das habe ich gerade auch gesagt und das ist eine gute Idee. Ich dachte wirklich gerade erstmal so, hä, was ist das denn? Dann einfach nur so in den Chat geguckt, Ellie. Ja, das ist halt wirklich so Prank of Wish bestellt. Ich habe da halt wirklich überhaupt nicht dran gedacht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall daraus gelernt und werde beim nächsten Mal natürlich darauf achten. Guck mal, wie sie sich schämt. Leute, guck mal, das bin ich halt einfach gerade, einfach nur Shame ins Gesicht geschrieben. Und selbst dieser andere Typ hat mir nicht mal geantwortet. Ich so, kennst du Ice Spice? Und der hat mich einfach ignoriert. Also,
Oh, okay. Ja, es sind Beginner-Problems und ja, ich weiß jetzt Bescheid fürs nächste Mal. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn es ein nächstes Mal geben soll. Und vielleicht auch noch Ideen für einen weiteren Prank. Und dann mache ich mir natürlich einen neuen Account, wo dann natürlich nicht mein Name steht, damit der Prank auch besser funktioniert. Ja, wenn ihr das sehen wollt, schreibt das unbedingt gerne in die Kommentare. Lasst gerne da noch oben da. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Glocke aktivieren, abonnieren, das volle Programm. Ihr wisst Bescheid und ich werde jetzt hier einfach ganz ehrlich, ich laufe jetzt hier weiterhin rum, so traurig, so richtig traurig und werde jetzt hier einfach andere Leute pranken, ne? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!